So, leider konnte ich ja in der Werkstatt nicht so viel filmen, wie ich wollte. Oder ja, wollte, hätte schon können, aber das Problem, ihr seht ja hier, wie das beengt ist. Auch wenn die Türe ausgebaut ist, ja, hat man hier nur den schmalen Durchgang. Ja. Und wenn du da zu zweit stehst und hier dann eine Heizung reinlupfen willst, das ist einfach viel zu eng. Jetzt haben wir in der Werkstatt für lauter schnell, schnell einen Hahn vergessen. Den mache ich jetzt hier rein, weil da haben wir eh einen Adapter. Da passt der genau hin. Und zwar ist es die Zulaufleitung für Kaltwasser. Beim Warmwasser hat man es dran gemacht und irgendwie aus, ich weiß auch gar nicht warum. Jedenfalls ist es untergegangen. Ich glaube, ich hatte ihn beiseite geräumt und dann hat er nicht mehr gesehen, dann war er nicht mehr im Sichtfeld und das war wahrscheinlich das Problem. So, ich wollte es jetzt nur, ich hatte den Film eigentlich schon fertig geschnitten für die Heizung. Ich habe jetzt hier noch dieses kleine Vorwort gemacht, weil ich die Heizung eh nochmal geschwind auspacken musste. Dass ihr wisst, warum der Film so kurz ist. Oder besagt, ja, kurz ist er nicht, es sind ja mehrere Szenen, aber warum er halt nicht den kompletten Einbau sieht, weil wir mussten hier die Wasserleitungen beide, also Ab- und Zuwasserleitung verändern. Der Heizungskreislauf mussten wir komplett verändern, weil das komplett anders ist an den Anschlüssen. Bei den Wasserzuflüssen haben wir sogar reduzieren müssen, weil warum auch immer Alde jetzt auf 8 mm geht und dann muss man adaptieren auf 10, dass man dann auf 12 kommt. Also sozusagen hier 8, hier 10 und hier dann 12. Wo dann natürlich zu den fahrzeugeigenen Leitungen weitergeht. Jetzt komme ich gerade nicht drauf, wie die heißen. Das ist irgendeine englische Firma. Sind eigentlich ganz gut, die Dinger. Habe ich früher in der Art und Weise, nicht mit dem Durchmesser, aber Festo-Teile, auch mit diesem Plug and Play für die Wasserkühlung benutzt. Weil die waren zuverlässiger wie die Wasserkühlungsteile, die man für den PC sonst so kriegt. Vor allem da die halt auch bis 15 Bar druckfest sind. Also daher überdimensioniert, was du für einen PC brauchst. Aber wir sind jetzt glücklich mit der Heizung. Am Anfang hat man noch Probleme mit dem Duschen, weil wir noch nicht genau wussten, wie das mit dem neuen Display. Ich zeige es euch mal geschwind. Ach so, ja, ich kann es gerade gar nicht zeigen. Okay, ich filme es nachher nochmal mit rein. Ich habe ja gerade die Heizung ausweise. So, mittlerweile habe ich schon mehr wie den Adapter getauscht. Hier liegt er, der alte, der Hahn ist drin. Das heißt, ich kann hier gleich wieder dicht machen alles. Ich habe auch noch den Nibi umgestellt. So, alles wieder zusammengebaut. Jetzt zeige ich euch noch das Display. Okay, ja, bleib halt oben. So, und da ist das Display. Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wie man sieht, hier zum Beispiel zeigt er an Landstrom. Das ist, sobald Strom angeschlossen ist, könnten wir jetzt rein theoretisch, und zeig's euch mal, könnten wir hier jetzt umschalten auf 1, 2 oder 3 kW auf Strom. Wollen wir natürlich nicht. Mal hier Strom viel zu teuer. Läuft also. Ist auf priorisiert auf Gas. Also ich könnte jetzt hier auch einstellen, dann würde er trotzdem weiterhin auf Gas laufen. Höchstens er müsste höher heizen. So, dann haben wir hier die Wassergeschichte, wo wir am Anfang Schwierigkeiten hatten, weil wir das nicht ganz verstanden haben, wie das hier mit dem hier funktioniert, mit dem Duschen. Und zwar müssen wir hier einmal auf Booster klicken und warten, bis der Booster durchgelaufen ist. Das ist nämlich wichtig, weil wir haben gedacht, ja, wir machen Booster an und haben dann lang Wasser. Das wäre wahrscheinlich im Winter auch gegangen, wenn die Heizung sozusagen läuft, weil dann, ja, ihr müsst euch vorstellen, das ist ja ein getrennter Boiler. Innen ist das warme Wasser für die Heizung und außen drumherum ist das Warmwasser. Wenn natürlich die Heizung läuft, heizt die das Warmwasser automatisch mit. Wenn aber, so wie jetzt gerade, es draußen warm ist und die Heizung gar nicht läuft, dann heizt die nur auf Öko immer ein bisschen an, dass der Wasserboiler warm ist. Und ansonsten heizt die halt nicht so wirklich, ja. Das heißt also, wenn du eine warme Zeit hast, musst du hier auf Menü gehen, Wasser Booster anmachen, die 30 Minuten durchlaufen lassen. Dann hast du richtig heißes Wasser und wenn du dann noch extra lang duschen willst, dann startest du den Booster nochmal und dann kann man eigentlich ziemlich lang duschen. Haben wir mittlerweile rausgekriegt, funktioniert wunderbar.
Und wie gesagt, draußen habe ich jetzt das Fahrzeug umgebaut. Ja, hier sieht es gerade aus. Hinten auch eine Spürung. Das heißt, ich mache jetzt hier Wasser an und man hört keine Pumpe mehr im Hintergrund laufen. Weil ich jetzt mit der Außenpumpe, also unserem Brunnenpumpe, direkt angeschlossen bin. Muss ich zwar noch überarbeiten, weil ich habe es jetzt bloß provisorisch angeschlossen. Ich muss noch die Johnson & Hatchett, glaube ich, heißt Dose wechseln und den Umstellhahn, wo das Fahrzeug hat. Da hat man einen Hahn, da kann man dann einmal umstellen auf Tank füllen oder auf System oder zu. Ja, und da vermute ich, dass das Problem lag, weil wenn ich es über die Dose angeschlossen habe, kam hier kein Wasserdruck an. Jetzt habe ich es, wie gesagt, direkt angeschlossen. Jetzt geht es wunderbar. So, dann seid ihr auf dem aktuellen Stand, was die Heizung angeht. In dem Sinn, schön ist das Leben. Man muss es nur schön machen. War jetzt wieder viel Arbeit, aber es funktioniert jetzt. Bye. So, vor lauter schnell. Das ging schneller, als ich gucken konnte. Haben wir schön zusammen die Heizung da rausgewuchtet, aber ich habe mehr oder weniger nur die Lampe gehalten und ein bisschen Kabel beiseite. So sieht es jetzt hier aus. Keine Heizung mehr. Aber da steht die alte. Und da steht unser neues gutes Stück. Hoffentlich macht sie keine Scherereien. So wie die hier 20 Jahre laufen, dann darf sie mal was kommen. Da liegen die ganzen Teile rum. Da unten ist schon das Wasser abgelassen. Und da ist der fleißige Chef an der Arbeit. Wie sieht es eigentlich unten aus? Sieht man da irgendwas? Da unten? Hm. Nee, außer dass da alles nass ist. Ist da nichts. Ist das eine Lampe? Ja, hier. Oh, na, ich schalte sie dir um. Ich habe so weit wie möglich versucht, da runter zu kommen, bloß weil die alte natürlich drin war, bist du natürlich nicht wirklich. Nee, da kommst du nicht rein, Michael. Aber da liegt nicht viel Flüssigkeit. Aber wo hast du denn das gehabt? Hier drunter? Ja, das lief ja da, Hanna, hier auf der Seite. Hier auf der Seite, wo da dein Lappen liegt. Ja, da liefst du runter. Okay. Hiervon brauchen wir gleich plus minus 12 Volt. Müssen wir umstricken eben, da abschneiden. Ich glaube, das müsste 12 Volt sein, die beiden, ja. So, jetzt muss ich nur mal überlegen, das ist die Gasleitung. Am besten müssen wir die jetzt einmal eben reinsetzen, gucken, ob das mit den Anschlüssen passt. Das hast du mitgekriegt, ne? Dass hier 35er ist. Also wir brauchen keinen Reduzierer. Ist 30er, ne? Ja. Oder 30er. 30er. Was war das für ein Rohr hier? Hat jedenfalls Micha gemeint. Das ist wahrscheinlich der Überlauf und... Ja, dann müssen wir das andere stecken wir dann da rein, weil da unten kommen wir sowieso nicht dran. Weißt du, was ich meine? Den einen Überlauf stecken wir dann hier rein. Das habe ich letztens auch schon so gemacht. Weil du kommst. Der eine ist wahrscheinlich für die Heizung und der andere für den Warmwasser. Der ist für Warmwasser, für das Luftpolster. Da läuft irgendwo noch der Überlauf für den Druckausgleichsbehälter. Da hinten. Wo? Der? Aquariumschläuchle. Ja. Sag ich dir mal zu. Als alter Aquarianer. So, guck mal, das haben wir auch. Das haben wir da auch, das ist doch schick. Muss man nur gucken. Was haben wir denn? Guck mal, das ist meine Verstärkung gewesen für meinen 15 Liter Boiler. Oh, okay. Leute, das ist Wasserzulauf, das ist Warmwasser rein. Das ist der. Das war die. Warte, jetzt müssen wir überlegen. Den anderen hast du ja rausgemacht. Das ist der Rücklauf.
Das ist der Vorlauf, glaube ich. Rechts müsste der Vorlauf sein und in der Mitte der Rücklauf. Richtig? Also das ist der gepumpte Kreis. Der hier? Ne, die Pumpe sitzt rechts dran. Ja, aber das ist die Leitung. Die das ist da. Die Leitung, ja, das ist die Leitung. Das war die und das ist Rücklauf, die, ne? Das ist die, ich weiß nicht, hat die Bretter im Rücklauf oder im Vorlauf gemacht, die Pumpe? Müsste man mal das Plastikding wegmachen, dann sieht man es wahrscheinlich an der Pumpe. Und noch ein Akku hinter der Lippe. Ich arbeite ja gerne mit von Hand, weißt du. Müssen so ein Bulkot hängen bleiben, der ist magnetisch. Wenn es Stahlschrauben sind. Ja, gut, dann lassen wir den reinlegen. Was haben wir jetzt hier noch? Die Mutter von dem Hahn muss weg. Die Sommer-Winter-Umstellung. Erst habe ich gedacht, wofür, aber im Sommer habe ich es dann gemerkt, wenn man mal so macht, dass die immer noch die durch die Kriechwärme gut warm wird. So, warte mal, das ist der Rücklauf. Das ist der Vorlauf. Der pumpt. Hat der IFA halt angeschlossen? Nee, das ist der Rücklauf hier. Ja? Ja? Hallo. Ja. Ich fahre dann, ne? Ja. Schließ die Tür hinten bitte ab. Danke dir. Geld hast du? Pascal? Ob du Geld hast? Nee. Brauchst du Geld? Nö. Gut, umso besser. War das dein Sohn oder Angestellter? Nee, mein Sohn, ich habe keinen Angestellten, ich mache alles alleine, ey. Das war doch an dem Rohr dran, ne? Richtig, ja, oder? Genau. Ist doch richtig, ne? Ciao. Ciao. Das heißt, das war hier dran. Das ist da hinten dran am Warm. Okay, so. Wie gehen wir jetzt vor? Ich würde sagen, wir setzen die jetzt mal rein. Gucken wir mal, was wir jetzt noch an Anschlüssen brauchen. Ne? Und die Winkel haben sie nur eingehakt, ja? Welche? Die? Ja, die Bodenwinkel. Eine Katastrophe ist das. Das glaubst du nicht. Ich sag halt, bei dem anderen war hier alles zerdonnert. Da habe ich hier angefangen. Du kriegst das auch nicht mehr gebogen, ja? Das ist so dünnes Blech. Und das ist eigentlich, muss man letztendlich sagen, für 3.000 Euro. Du musst ja dann trinken. Jetzt, du hast ja jetzt noch günstiger gekriegt. Aber wenn du die jetzt mal alle einbauen, ne? Für 6.000 Euro? Ne, 5 wollten sie mit einbauen. Das ist lächerlich. Oder? Lächerlich. Dann haben sie mir ganz toll gesagt, ja, sie kriegen auch eine Wartungseinweisung. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Ja, weißt du, auf dem Motto, ja, du kriegst jetzt für Schulung für 3.000 Euro. So haben sie sich fast angehört. Ne? Ja, wenn das so scheiß eng wäre, nicht so scheiß eng wäre, würde ich da irgendwie was mithalten, aber... Da steht man sich ja eher im Wege, als dass man sich was helfen kann. Entschuldigung. So. Das war jetzt ungeschickt. Warum? Du wolltest erst das... Nee, ich nehme die nochmal raus. Also. Ich will nur mal eben gucken, ob wir die Gasleitung noch verlängern müssen, ob wir dies machen müssen, jenes machen müssen, weißt du? Mhm. So, jetzt habe ich gesagt, der kommt da dran. Moment, warte mal. Ich muss mich erstmal konzentrieren jetzt hier. Den wir jetzt rausgemacht haben, der war hier dran. Das kommt dann da dran. Aber. Ist das nicht der Rücklauf? Nee, der ist warm. Das ist warm, kam hier raus. Das ist das Rohr, was da runterging. Ist doch richtig, oder bin ich blöd? Das Rohr, was wir rausgenommen haben, war doch stimmt, ja, das war ja früher der Vorlauf.
Welcher? Ja, der Micha hat die Pumpe verkehrt rumdrang. Ja, da war ja der Quirl drin. Also war das die gepumpte Leitung, wo jetzt weg ist. Aber die Leitung jetzt weg ist der Rücklauf. Ja, ja, der hat den Rücklauf. Und der Rücklauf kommt hier dran. Ja, ja, das hat mich gerade irritiert. Micha, mich irritiert gerade. Obwohl es ja eigentlich scheißegal ist, in welche Pumpenrichtung du pumpst, hauptsache pumpt im Kreis, ne? Ja, aber das ist ja schon richtig, Mann. Ich bin nur gerade ein bisschen irritiert. Die Leitung kam doch da oben dran. Und die da dran. Hä? Das steht gerade auf der Schnauleitung. Also das hier ist jetzt die Leitung, ja, wo die Pumpe dran ist, also sozusagen der Rücklauf. Die muss aber hier dran auch. Die muss dazwischen. Das, was rauskommt, geht erst... Hä, warte mal, ich muss mir gleich draußen angucken. Unten ist die Pumpe. Die Pumpe kommt... Warte mal, Moment, Quatsch, was erzähl ich denn für Blödsinn? Aber eigentlich ist eh wurscht, wie rum wir das machen. Der Kreislauf ist Kreislauf. Ob das jetzt links durchs Wasserrohr oder rechts durchs Wasserrohr läuft, das ist, glaube ich... Nee, du musst ja den Rücklauf beachten. Das ist doch nur ein Ausgleichsbehälter. Dem ist das doch egal. Ja, klar. Hm? Ja, aber ist doch egal, ob jetzt in dem Ausgleichsbehälter auf der Seite die Luft oder auf der anderen Seite die Luft kommt, oder? Ne, normal nicht. Doch, weil die Pumpe ja jetzt an der Heizung sitzt. Ja, aber das ist trotzdem hier deine Rücklaufleitung. Das ist deine Rücklaufleitung. Das ist doch warm und das ist kalt, oder? Genau, die Pumpe kommt an den Kalt ran. Pumpe kommt dann kalt. Dann ist es doch die Vorlaufleitung, oder? Oben ist warm, unten ist kalt. In der Mitte oben links ist die Rücklauf, definitiv. Weiß ich. Das weiß ich, weil... Warte, ich muss mal gucken, ich hab doch da ein Bild drauf. Nicht, dass du meinst, dass ich wäre blöd, aber du musst, es ist überall anders, ey. 11.02.2004. Ja, weißt Bescheid? Ja, hat's mich ja nicht eingetragen. Wie ist der da noch? Kevin. Kevin hat eine neue gekriegt. Eigentlich ist das eigentlich simple Technik, ne? Ja, aber teuer, ne? Ne. Steht halt alte drauf, ne? Ich hätte am liebsten diese Dieselheizung eingebaut, ne? Hm. Aber da kostet ja nur die Heizung ohne Einbau 10.000 Euro. Ja? Ja. Was auch nicht schlecht sind die Scherheizungen, ne? Ja, das ist doch, glaube ich, die. Ist die, ne? Ja, glaub, ich bin mir nicht sicher, wie sie jetzt nochmal ist. Michael, mein, bau du doch gleich die Dieselheizung ein bei dem Preis. Dann habe ich mal geguckt, weil Michael meinte, die würde weniger kosten wie die alte. Andersrum hätte ich da einen größeren Dieseltank einbauen müssen. Wie viel Liter hast du? Nur 100. Ja doch, habe ich doch recht gehabt. Die kommt an den Rücklauf dran. Das kommt an den Rücklauf. Also dann machen die, dann tun die oben das warme Wasser einfüllen und unten das warme rausnehmen. Das ist ja eigentlich unlogisch, oder? Ja, aber du hast hier, es gibt hier von allen ein Video. Mhm. Weil Wärme steigt doch nach oben und nicht nach unten. Warte. Also von der Logik her wäre ja eigentlich das der Auslauf und das der Rücklauf unten. So ist ja beim Warmwasser auch. Oben ist Aus und unten ist Einlauf. So, das Ganze war hier viel zu hektisch und viel zu eng. Jetzt ist schon halber wieder zusammengebaut oder ja, eigentlich komplett zusammengebaut. Die Heizung läuft auch schon. Wir machen gerade einen Testlauf. Jetzt muss ich halt gleich hier wieder alle Schränkteile einbauen. Leider putzt gerade das eine noch. Ist das überhaupt das hintere? Doch, das müsste das hintere sein, ja. Weil da so ein Doppel drauf ist. Tipp mal,
zum Hinheben. Das ist schon zuletzt raus. Oder? Ja, weil da dieser Pappel da drauf ist. Das Ding muss ich einmal anders hinmachen hier. Achso, ja, stimmt. Das Problem, dass ich die Leiste erst wegmachen müsste. Wegen so Verstärkung. Da ist der Anschlag. Jo, jetzt muss ich gleich mal wieder die Kamera beiseite legen, dass ich hier weitermachen kann. Ist die schon wieder aus? Jetzt haben wir hier ein schönes Display drin. Jetzt ist noch bloß 27 Minuten übrig. Ach, halbe Stunde sogar, okay. Was heißt halbe Stunde? Eine halbe Stunde macht die Boost für Warmwasser. Mhm. In der Zeit geht aber die Heizung nicht. So habe ich das verstanden. Aber ich muss mir das nochmal genau durchgucken. Müssen wir uns eben mal die Bedienungsanleitung noch durchlesen. Da haben wir alles jetzt umändern müssen, weil die Anschlüsse hier anders sind. Also wir müssten das hier verlängern. Der Wasseranschluss ist hier ganz blöd gemacht bei der neuen, weil das kommt, glaube ich, mit 8 auf 12 auf 15, wo es dann normalerweise im Auto verlegt ist. Also im Prinzip rein geht es mit 8, kommt dann auf 12 und dann geht es auf unser System mit 15 weiter. Selbe hier unten, wie man sehen kann, hier haben wir auch adaptieren müssen. Jo, aber jetzt haben wir endlich wieder eine funktionierende Heizung. War schon schön, wo man dann draußen an dem, also an dem Auslass, an dem Kamin oder ja, Kaminen schimpft es, glaube ich, dran waren und wieder warm draußen rauskam. Hört sich blöd an, ist aber so. Und er räumt wieder den ganzen Gruß zusammen. Da ist die alte Spülanlage, also für die alte Heizung die Spülanlage. Da haben wir vorhin das Wasser mitgetauscht. So. Geschafft. Wieder zusammenschrauben und dann geht's wieder Heimat. Bis später dann. Ciao.